Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum neuen Dualseelen-Wochenorakel. Ja, wir schauen uns wieder an, wie die Wochentendenz sein wird, was auf die Dualseelenpaare zukommen könnte, wenn dieses Orakel für dich bestimmt ist. Die linke Seite ist die Seite der Gefühlsklärer, die rechte hier der Loslasser. Ja, ich habe euch jeweils eine Karte gezogen, um zu schauen, was das Hauptthema diese Woche sein wird. Und da habe ich euch aus dem Kartendeck von Medium Melanie eine Karte gezogen, also für das Hauptthema. Hier arbeite ich mit dem klassischen Gilded Reverie Lenormand. Dann habe ich für die Loslasser jetzt mal diese Kipperkarten verwendet. Dann in der Mitte habe ich euch drei Karten gezogen, was euch miteinander diese Woche verbindet aus meinem Dualseelen-Lenormand und zusätzlich noch eine Botschaft aus meinem Kartendeck Dualseelenbotschaften. Da bekommen wir eben eine Botschaft, die wir in diese Woche mitnehmen können. Ja, starten wir los, schauen wir uns die Gefühlsklärer-Seite an. Und wir schauen uns jetzt mal das Hauptthema für die Gefühlsklärer an. Und zwar haben wir hier Auszeit, Rückzug. Durch Auszeiten kann man verarbeiten, verstehen und sich neu sammeln. Nutzen Sie das. Also es kann durchaus sein, dass sich einige Gefühlsklärer diese Woche zurückziehen werden, sich eine Auszeit nehmen werden in verschiedenen Lebensbereichen. Vielleicht einen freien Tag, vielleicht auch von dir als Loslasser eine Auszeit nehmen. Aber Auszeiten sind auch gut, ja, um eben Dinge zu verarbeiten, besser zu verstehen, und vor allem Gefühlsklärer brauchen hier hin und wieder mal auch einen Rückzug, um eben genau diese Thematik mit dir zu verstehen, zu verarbeiten und sich wieder neu sammeln, um eben auch dann wieder neue Kräfte für diesen doch sehr anstrengenden Weg zu sammeln. Ja, also das ist hier das Hauptthema. Ich weiß, viele Loslasser wollen natürlich keinen Rückzug, das ist klar. Aber hin und wieder sind solche Rückzüge auch gut. Ja, du hast auch als Loslasser vielleicht hin und wieder mal das Bedürfnis, dich einfach mal zurückzuziehen, weil dir einfach alles zu viel ist, ja. Und da sollte man natürlich hier auch dem Gefühlsklärer das auch eingestehen und ihm auch eine Auszeit gönnen. Und das hat natürlich nichts damit zu tun, dass er oder sie dich nicht gern hat, sondern einfach um sich zu sammeln. Das ist das Hauptthema. Schauen wir uns die Gedanken der Gefühlsklärer diese Woche an. Und hier haben wir die Karte, die Sonne. Die Sonne steht für Kraft, Energie, Erfolg. Dann haben wir den Sicherheitsschlüssel. Beim Sicherheitsschlüssel geht es um Sicherheit, es geht um, dass etwas gelingt. Und wir haben dann auch noch die Karte der Reiter. Der Reiter steht für Aktionen, etwas kommt in Bewegung, aktiv sein. Das heißt, einige Gefühlsklärer denken darüber nach, dass wenn sie aktiv werden, das hier schon ein Erfolg gekennzeichnet ist und dass man dadurch auch wieder Kraft und Energie tanken kann. Ja, das ist nämlich die Gedankenebene. Und dazu ist es vielleicht auch wichtig, dass sich der Gefühlsklärer eine Auszeit nimmt, um genau darüber auch nachzudenken, dass, wenn dein Gefühlsklärer auf dich zugeht, aktiv wird, das eigentlich von Erfolg gekrönt ist und Kraft und Energie wiedergibt. Also sieht man hier schon sehr stark, dass einige Gefühlsklärer, nicht alle, ja, denn das ist ein allgemeines Orakel, aber einige schon darüber nachdenken, aktiv zu werden. Aber dazu braucht man halt hin und wieder auch eine Auszeit, ja, um eben über diese Thematiken nachzudenken. Und in dieser Dreierkombination würde ich sagen, eigentlich ein sehr positiver Gedanke, ja, dass eben dein Gefühlsklärer schon aktiv werden möchte, auf dich zugehen möchte, dass er merkt, dass dahinter der Erfolg steht, die Kraft, die Energie, die Power, ja, das ist eigentlich schon mal ein sehr, sehr positiver Gedanke. Es könnte hier auch liegen,
überhaupt nicht aktiv werden, kompletter Rückzug und was weiß ich noch was alles. Ja, aber hier liegen drei sehr positive Karten in den Gedanken der Gefühlsklärer. Mehr würde ich hier zu diesen drei Karten eigentlich nicht sagen. Schauen wir uns die Gefühlsebene an. Das sind die unteren drei Karten und hier haben wir den Mond. Der Mond steht für Gefühle, Emotionen, Anerkennung. Dann haben wir, oh, schau mal, die Verbindlichkeit, der Ring. Jetzt denke ich gleich, oh, warum wundert mich das jetzt nicht? Wir haben hier den Berg. Der Berg steht für die Blockaden auf der Gefühlsebene. Gedankenebene, und das ist nämlich das, was ich fast noch besser finde, ja. Geht dein Gegenüber schon in Aktion? Er möchte sich bewegen, aber das Herz. Das Herz, da haben wir noch die Blockade. Es sind Gefühle da. Dein Gegenüber möchte schon auch verbindlich werden, aber der Berg pfuscht uns hier rein, sozusagen. Ja, also das sieht man, wenn man das jetzt so betrachtet, Kopf und Herz, ja, wie unterschiedlich das sein kann. Der Kopf sagt, ja, werde aktiv, das wird erfolgreich sein, da wirst du Kraft, Energie bekommen. Das Herz sagt, nee, da sind wir noch zu blockiert. Also das Herz, und das wundert mich nicht, dass das so auf der Gefühlsebene der Gefühlsklärer liegt, denn das ist das, was ich tagtäglich auch in meinen Beratungen habe. Der Kopf sagt, ja, ich möchte ja aktiv werden, aber das Herz sagt, nee, nee, pass lieber auf. Und das ist natürlich sehr schade. Man sieht hier eindeutig, Gefühle sind da. Ich sage immer, zwischen Dualseelen müssen Gefühle da sein. Ja, die kommen nicht voneinander los und wenn mir jemand egal ist, dann ist er mir egal. Ja, und dann möchte man auch keinen Kontakt und dann hat sich das auch erledigt. Aber bei Dualseelenverbindungen hat es nie den Anschein, als wenn es sich erledigt. Okay, man glaubt, okay, jetzt hat sich's erledigt, aber dann kommt wieder irgendwas Neues, wo man sagt, okay, es war doch nicht das Ende. Und hier sieht man eindeutig, das Herz pusht oder die Blockaden pushen hier quasi noch in die Herzebene rein und sagen, nee, du, pass auf, da könntest du vielleicht Verletzungen bekommen. Ja, und das ist auch das, warum sich wahrscheinlich auch die Gefühlsklärer auch zurückziehen. Weil schaut mal, wenn man das so betrachtet, Kopf und Herz sagen hier komplett was anderes. Wie muss es einem gehen, der so im Zwiespalt drinnen ist? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das ein angenehmes Gefühl ist. Und deswegen auch die Auszeit, um sich wieder neu zu sammeln. Ja, versetzt euch mal in die Lage, wie würde es euch gehen, wenn euer Kopf sagt, ja, da steckt der Erfolg drinnen, das wird gut gehen, ich möchte, aber das Herz sagt, nee, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Ja? Wie würde man sich da fühlen in diesem Zwiespalt? Sicher nicht angenehm. Und deswegen auch hier der Rückzug, um eben sich neu zu sammeln. Sei dir aber gewiss, wenn dieses Orakel für dich bestimmt ist, dein Gegenüber hat Gefühle, aber es sind noch viel zu viele Blockaden auf der Herzebene da. Schauen wir uns an, wie die Gefühlsklärer diese Woche nach außen hin wirken. Und da haben wir den Baum für, ja, Wurzeln sind geschlagen, Wachstum auch, Vitalität. Dann haben wir den Sarg. Der Sarg steht für, ja, dass etwas nicht in Ordnung ist, Stagnation, Stillstand. Hier mit dem Baum würde ich sagen, okay, deinem Gegenüber geht es nicht sonderlich gut. Ja, und das ist auch das, was du vielleicht von außen merken wirst. Aber da ist einzig und alleine Kopf, Herz, also dieser Zwiespalt schuld. Ja, wundert mich ehrlich gesagt nicht, denn wem geht es in dieser Situation schon gut? Und vielleicht merkst du auch diese Woche, dass es deinem Gefühlsklärer nicht sehr gut geht. Da kannst du dir sicher sein, das ist einfach der Zwiespalt zwischen Kopf und Herz. Und dann haben wir noch, schaut mal, das karmische Kreuz, die Belastungen. Also deinem Gegenüber, dem Gefühlsklärer, belastet diese Woche, diese Situation enorm. Das sieht man hier, ja. Wenn man sich diese drei Karten ansieht und man ein bisschen weiß, wie die Grundbedeutungen sind, weiß man, okay, so wirkt der Gefühlsklärer nach außen, also nicht sehr lebensfroh, ja. Ganz im Gegenteil, ja. Und da ist es vielleicht sogar gut, ja, wenn hier so ein Rückzug, eine Auszeit stattfindet.
damit eben der Gefühlsklärer sich sammeln kann, gewisse Dinge auch verarbeiten. Ich glaube, das kann man einem Gefühlsklärer diese Woche wirklich nicht verübeln. Und vielleicht merkst du auch, dass es deinem Gefühlsklärer nicht so gut geht, wenn du als Gefühlsklärer zuschaust. Bleibt mir nichts anderes übrig, als wie zu sagen, dahinter steckt eine karmische Lernaufgabe. Und das belastet nun mal. Und ich kann es nur immer wieder sagen, ja, weil das wirklich so gegensätzlich ist, Kopf und Herz. Ich kann mir nur annähernd kann ich mich hineinversetzen, wie es jemandem geht in dieser Situation. Ich selber habe ich diese Situation noch nicht miterlebt, weil ich ja kein Gefühlslehrer bin. Hin und wieder mal, dass der Kopf was anders sagt wie das Herz. Aber das ist nicht so extrem wie bei Gefühlsklärern. Und man sieht ja auch, dass es dem Gefühlsklärer hier nicht sonderlich gut geht. Das ist natürlich vollkommen klar. Aber wir haben da auch eine karmische Lernaufgabe. Du als Loslasser kannst deinem Gegenüber hier nicht helfen. Das ist einfach eine Sache, wo jeder selber durch muss. Und deswegen schwenken wir gleich rüber zur Loslasserseite, wie es dir diese Woche gehen wird. Schauen wir uns das Hauptthema an. Und hier geht es um die Vorsicht. Hier geht es um ein Warmhalten, was man auf den ersten Blick nicht erkennt. Lösen Sie sich, sonst gehen Sie in eine Warteschleife. Also es ist gut möglich, dass dein Gefühlsklärer doch irgendwie auf dich zugeht, aber nur um dich warm zu halten, weil dein Gefühlsklärer, ja, weil es ihm diese Woche nicht sonderlich gut geht, da möchte er sich hier von dir Kraft und Energie holen, verspricht dir vielleicht auch etwas, dass er so in dieser Situation, wo es ihm nicht sonderlich gut geht, sowieso nicht halten könnte. Aber es geht einfach auch darum, dass dein Gefühlsklärer vielleicht diese Woche, ja, vielleicht auf der Mitleidstour, vielleicht gar nicht bewusst, ja, dass du merkst, deinem Gefühlsklärer geht es nicht gut, du musst jetzt unbedingt helfen. Aber das ist nicht die Aufgabe der Loslasser. Also achte hier auf dich, hier steht ja auch oben, lösen Sie sich, sonst gehen Sie in eine Warteschleife. Und hier geht es wirklich auch darum, um ein Warmhalten. Schauen wir uns die Gedanken der Loslasser an. Hier haben wir die Militärsperson. Also die Militärsperson, da kann man sagen, das ist jemand, der sehr gerecht ist, sehr fair ist, auf den man sich verlassen kann. Das kann jetzt natürlich dein Gegenüber repräsentieren, dass du eben darüber nachdenkst oder dass das natürlich auch du sein kannst, dass du über dich auch so denkst. Nehmen wir aber noch die weiteren Karten hinzu. Angenehmer Brief, also du denkst hier auch an Nachrichten von dieser Person. Im günstigsten Fall natürlich von deinem Gefühlsklärer und dann haben wir noch die gute Dame. Und die gute Dame kannst natürlich auch jetzt hier du sein. Ja? Die gute Dame ist normalerweise in der privaten Beratung eine ältere Dame, die einem gut gesinnt ist, eine Förderin. Aber da wir ein allgemeines Orakel haben, kann das ja dich auch repräsentieren, die gute Dame, dass du sehr aufopfernd bist, vielleicht tatsächlich hier helfen möchtest deinem Gegenüber, dass du eben hier ja, dich auch aufopferst, helfen möchtest in der schwierigen Situation und dass du dir einfach hier auch wünschst zwischen euch beide eine angenehme Kommunikation. Aber ich denke, so angenehm wird das dann doch diese Woche nicht sein, denn man sieht hier schon, dass der Gefühlsklärer diese Woche wirklich auch mit Belastungen zu kämpfen hat und da denke ich mir einfach, dass eine Kommunikation nicht so verlaufen wird, wie man sich das vielleicht wünscht. Denn man kommuniziert ganz anders, wenn man locker ist, wenn alles leicht ist, als wie wenn man Situationen hat, die einen belasten. Ja, da kommuniziert man ganz anders. Aber du als Loslasser denkst hier schon darüber nach, an eine angenehme Kommunikation zwischen euch beiden. Schauen wir uns die Gefühle an. Und hier haben wir die Ehestandskarte. Ich glaube, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Es geht um die Gefühle, die sind auf jeden Fall bei dir da. Natürlich auch hier, wenn man das jetzt so betrachtet. Schaut mal, die Ehestandskarte ist wie der Ring im Lenormand. Ja, also man hat hier Gefühle. Also man sieht hier bei euch beiden, die Gefühle sind da. Dann haben wir noch trübe Gedanken. Natürlich auch wir haben ja hier die Herzebene. Die Gefühle zu deinem Gegenüber sind ein bisschen getrübt.
weil du vielleicht auch mitbekommen wirst auf energetischer, auf Herzebene, dass es deinem Gegenüber nicht so gut geht. Und dann haben wir noch den reichen, guten Herrn. Der ist in der privaten Beratung ein älterer Mann, ein Förderer, ein Gönner, aber das kann jetzt auch eine Frau sein, das kann dein Gegenüber genauso sein. Ja, dass du hier schon, was die Gefühle betrifft, ein bisschen ja, trüb bist zu den Gefühlen zu deinem Gegenüber. Dass du das vielleicht auch auf energetischer Ebene so mitbekommst, dass es eben deinem Gegenüber, ja, dass er da im Zwiespalt ist zwischen Kopf und Herz. Schauen wir uns an, wie die Loslasser diese Woche nach außen hin wirken. Und hier haben wir das Gericht. Das Gericht steht für die Gerechtigkeit, ein Gerechtigkeitssinn, Fairness. Dann haben wir noch Mühe und Arbeit. Also du gibst dir hier schon Mühe, gerecht zu sein, fair zu sein, immer wieder auch eine Chance zu geben. Und dann haben wir noch die Verzweiflung. Also du bist hier verzweifelt auch noch, ja? Du machst dir sehr viele Mühe, du möchtest alles, dass gerecht und fair über die Bühne geht. Du arbeitest auch dran, aber bist hier auch ein bisschen verzweifelt, weil du das Gefühl hast, deine Mühen lohnen sich nicht. Dass du eben diese Woche machst, tust, dich aufopferst und im Endeffekt springt unter Anführungszeichen nichts für dich heraus. Aber wir wissen ja hier als Hauptthema, dass du vorsichtig sein sollst. Es geht hier um ein Warmhalten. Also halte dich vielleicht diese Woche ein bisschen zurück. Opfer dich nicht zu sehr auf. Gerechtigkeitssinn ist immer gut, ja. Aber zu viel dich aufopfern, denn wenn hier nicht die trüben Gedanken wären oder beziehungsweise die Verzweiflung, ist es ja eigentlich schön, wenn man für eine Fairness steht. Aber es verzweifelt, wie soll ich sagen, es verzweifelt dich auch diese Situation. Also ist das jetzt für dich natürlich auch nicht gut, ja, weil du dich vielleicht auch hier wirklich zu sehr aufopferst. Geh also einen kleinen Schritt zurück und geh auch aus der Warteschleife raus. Schauen wir uns jetzt an, was euch beide diese Woche verbindet. Und da haben wir zum ersten die Aufregung. Das kann natürlich auch eine positive Aufregung sein, aber nach diesem Orakel würde ich eher sagen, ja, eine aufregende Zeit wird es sein. Nehmen wir aber noch die weiteren Karten hinzu. Dann haben wir noch Privatleben. Wundert mich jetzt auch nicht. Und dann haben wir noch die Erneuerung. Das heißt, in eurem Privatleben, das kann jetzt wirklich sein Privatleben sein, dein Privatleben, unabhängig voneinander, oder es kann euch beide betreffen. Ja, dass diese Situation das Privatleben hier quasi anzeigt. Da wird es zu einer Erneuerung kommen, nämlich der Erneuerung von Aufregung. Also du wirst diese Situation oder hast diese Situation schon mal erlebt, dass eben diese Woche etwas turbulenter zugehen wird und das regt euch beide natürlich auf. Aber ihr habt anscheinend, weil die Erneuerung, was bedeutet das? Etwas kommt, etwas wird erneuert, etwas kommt wieder, ja, dass eben hier es sich um die Aufregung handelt. Ja, wenn hier eine andere Karte liegen würde, zum Beispiel, weiß ich nicht, die Partnerschaft, würde man sagen, okay, es kommt zu einer Erneuerung in der Partnerschaft, ein neuer Wind kommt quasi rein. Aber hier geht es ja um die Aufregung. Und das ist natürlich, wer hat das schon gerne, wenn es hier turbulente Zeiten gibt. Aber auch die gibt es im Dualseelenprozess. Und wie gesagt, diese Woche sehr turbulent, sehr viel Aufregung auch, stressig auch, aber ich denke, das gehört einfach auch zum Dualseelenprozess hinzu. Dein Gefühlsklärer soll hier eben ein bisschen in den Rückzug gehen, um über alles auch nachzudenken und auch du solltest hier ein bisschen vorsichtiger sein und dich nicht in die Warteschleife setzen. Schauen wir uns noch die Dualseelenbotschaft an und hier haben wir: Ein Dualseelenweg ist ein großes Geschenk. Auch wenn es nicht immer leicht ist, aus jeder schwierigen Situation geht man gestärkt heraus hervor. Was soll ich da noch sagen? Das passt natürlich sehr, sehr gut dazu. Merkt ihr einfach, wenn die Situation noch so schwierig ist, wenn man diese schwierigen Zeiten überlebt hat und die überlebt ein jeder, geht man gestärkt daraus hervor.
Man lernt dann, wie stark man selber eigentlich ist. Wo man sagt, wow, jetzt bin ich eigentlich von mir selbst überrascht, wie stark ich eigentlich sein kann. Und das ist eine Erkenntnis, die, glaube ich, sehr viel wert ist. Wo sich hier wirklich die anstrengende Zeit, die aufregende Zeit wirklich auch lohnt, um das eben zu merken, um aus dieser Situation gestärkt heraus hervorzugehen. Ja, also diese Botschaft passt hier sehr, sehr gut für diese Woche. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Macht's gut, macht das Beste draus. Man kann sowieso nur das Beste draus machen, auch wenn es schwierig ist. Es kann natürlich, so schön es auch wäre, wenn alles im Einklang wäre, alles positiv. Aber wir leben nun mal in einer dualen Welt. Höhen und Tiefen gibt es immer und immer wieder. Und ich denke, wie man die Situation annimmt, ist auch schon sehr wichtig. Ja? Wenn man sich jetzt hier verkräht und sagt, ah, diese Woche wird so scheiße und ich mag das alles nicht, man in seinem Selbstmitleid zerfließt. Ja? Ich glaube, das steht nicht dafür. Man sollte lieber sagen, egal was kommt, ich nehme es so an, man kann es ohnehin nicht ändern, es kommt, wie es kommen muss. Und es ist für dich einfach auch gut, ja? Ein Dualseelenweg ist ein großes Geschenk, nämlich, dass man schwierige Zeiten ohne weiteres meistern kann. Und das Wichtigste dahinter ist einfach selber dann zu merken, wie stark man eigentlich ist. Und diese Erkenntnis, denke ich, ist sehr, sehr viel wert. Da lernt man sich eigentlich kennen und dann sagt man, so kenne ich mich ja gar nicht, so stark. Ja, wenn man es angeht, man kann natürlich auch da sitzen und heulen den ganzen Tag, aber was bringt dir das? Gar nichts. Das bringt dir überhaupt nichts. Also nehmt die Situation an. Es kommen mit Sicherheit auch wieder schöne Zeiten, aber natürlich kann es auch mal Wochen geben, wo es nicht so schön ist. Und auch die gehören einfach in unsere Welt. Dazu leben wir einfach in der Dualität. Und ich denke, das hat auch mit Sicherheit so seine Richtigkeit. Ich wünsche euch nichtsdestotrotz eine wunderschöne Woche. Wenn ihr eine Legung bei mir buchen wollt, wenn ihr Hilfe braucht, mich einfach anschreiben. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Alles Gute. Tschüss.